Ach ja, da bin ich schon wieder. Vielen, vielen Dank für die Geduld. Puh, wie viel Sport haben wir denn heute schon mal hinter uns? Eins, zwei, drei. Ja, nur noch einmal. Krass. Geht ja ab. Bin ich stolz eines T6 U-Bootes. Ja, die Z. Have fun. irgendwie ist die Rune immer noch nicht da. Ja, 14,5 Kilometer ist halt für einen Tier 9 Kreuzer echt zu wenig. Muss man sagen. Du wirst halt hier die 15,9 brauchen bei der Drake. Das merke ich halt so hart. Du hast halt keine Möglichkeit, auf die Entfernung zu schießen. Du hast halt schon beschossen, bevor die anderen, bevor du überhaupt zurückschießen kannst. Ja, im Vergleich dazu 15,6. Und wir haben hier nicht irgendwie erhöhte Feuerreichweite drinne. Oder 18,8 halt. Ja, und ruhen können wir halt nochmal. Na gut, ich habe halt hier den Feuerreichweite drinne. Aber ich kann halt nochmal 21 Kilometer ruhen. Na, guck mal, da ist er. Und Ruhn hat gewonnen. Yes. Die ANC-Jung hat mit Artilleriemodul 16,3. Ja, das ist ausreichend. Na, weil Sejong hat ja auch Leichtmunition. Na, du brauchst ja ewig, bis sie ankommt. Und ich denke mal, so auf 16 Kilometer Treffen gestaltet sich nicht so einfach. Ah, ich bin sogar einer der schlechtesten. Alter, die Salem 2700. Nice. Na hier, Malta, obwohl halt hier, ne, sogar in Divi mit der Yamato, hat nicht viel gerissen. Da ist unser Hakuyu war halt wesentlich besser. Also nicht von der Basis-EP, sondern tatsächlich von den Plätzen, wo die halt sind. Oh, meine Container sind voll. Dann fangen wir wieder an, Container zu sammeln. So, noch zwei Dinger und dann kommen wir tatsächlich noch den Stufe 71, Stufe 70 vom Gefechtspass. Aber der Plan ist halt so ein bisschen, dass man die Runen nach oben zu kriegen. Na, wenn wir schon Kreuzer spielen müssen. Natürlich. Und Tier 10 Match. Mit Superschiff. Ja, aber die Panasiaten, die muss ich auch noch hochspielen. Zwei Brüder. Zwei Brüder fährst du geführt auch mit jedem Tier. Außer vielleicht Tier 1 und Tier 2, ey. Aber ansonsten. Mann, ja, auf Tier 9 oder 10 kann ich sogar hier in den Cap schießen. Ganz easy. Ja, auf Tier 6 wäre halt hier Schluss.
Oh, meine Yamato fällt weg. Ja, erzähl dir was, der Harry. Wer ist Harry? Oh, Hannover. Naja, Hannover will seine Sekundäre in Reichweite bringen. Eine große Wolle ist doch gut. Viel Glück allen! Und guck mal da an, Montana. 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 Gier. Aha, Montana hat schon mal 3300 Leben weniger. Seh nix. I don't see anything. Rennen. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ja, kann ich nicht mithelfen? Torpedos auf Steuerbord. Schade, schade, Schokolade. Guck mal, die Östergüt ist schon weg. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Jetzt bin ich offen. Komm, Sherman. Troll dich weg. Torpedos direkt voraus. Sauber. Okay, da brennt er.
Kriegsschiff konzentrieren. Huh. Torpedos direkt voraus. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Montana, ey. Übel. Wie lang geht denn Radar? Alter. Vor allem ist es nicht mal Hydro, es ist halt Radar. Problem gelöst. Boah, seriously. Torpedos voraus. Das war schlecht. Ich habe, glaube ich, noch nicht die Konzentration heute so ein bisschen für Kreuzer fahren. Die anderen haben wir noch kleinere Tiers. Naja, egal. Hauptsache, wir fahren welche. Tallinn läuft aber gut, Tallinn ist okay, 165. Ah, mit dem Gewinn habert's heute echt ein bisschen. Also, was hatte ich gesagt? Ich wollte die Panasiaten machen. Ja, ich. Überall ein bisschen, ne? Man wird halt nie fertig. Das war Apfel. Ja, gar nicht so schlecht.
Ich kann aber auch machen, was ich will, ne? Ich kriege immer halt hier Gefechte. Und wieder zwei Brüder. Ja, kein U-Boot, kein Flugzeugträger. Ist okay. Nein, das ist kein Fehler in der Audiodatei oder euren Boxen. Das Soundpack ist so. Und mit Benzin. Okay. Bogon, JB, Nevsky, Cossack. Also. Schliefen. Uiuiui, was geht? Wer sieht mich denn? Ich wollte gerade sagen, hoffentlich schießt die Eier nicht jetzt auf mich. Instant. Oh, da wartet eine Des Moines auf mich. Mega. Kommt rum. Und ich bin tot. Ist nicht heute mein Tag, oder? Fehlt halt echt viel. Ist der Grotzmatz?
Hey, Mo, hast du gerade. Ah. Tatsächlich. Mir warm wird. Ja, mir wird so schon warm, will die mir einheizen. Keine Sorge. Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt auf Domi treffe. Weil er ja deutsches U-Boot fährt, hier 6. Und das ist ja die U69, aber. Das bist aber nicht du jetzt, oder? 8 plus 5. Okay. Alles klar. Okay, Atlanta. Will schon mal nichts machen. Hab die erste U-Boot-Runde auch bloß aufs Mal bekommen. Das normal. Ja, ich halt eine. Ja, das ist eine Schiffsklasse, wo die Schere zwischen gut und schlecht extrem weit auseinanderklafft. Ja, muss überlegen, hat 10 Kilometer aus Torpedos das Ding und ein Torpedo-Reload-Booster. Wasserbomben gefressen. Ja, ganz genau. Da muss das U-Boot drinne sein. Hi, Atlanta. Könnten wir jetzt diese Atlanta eventuell please mal plattwalzen? Okay, ich nehme auch dich da hinten. Das ist null Problem. Torpedoes to right, boss! Torpedoes to right, boss! Torpedoes in front! Good stuff, boss!
your ass looking up a good target practice, boss. Das ist kein Flieger, der wirft jetzt Dings ab. Atlanta war ja mega hilfreich. Typ. Not. Ja, ne? Scheiß U-Boot. Hauptsache unten rumkrebeln, aber nicht spotten. Jetzt brauche ich nicht mehr spotten, jetzt treffe ich den nicht mehr. Okay, wir müssen das U-Boot da wegmachen. Es muss ja aufgetaucht sein, das U-Boot. Sonst könnte er ja nicht cappen. Es wird auch gerade nicht gecappt. Okay, Käseburg. Du wirst das wohl reißen, oder? Wer sieht mich denn? Okay, Zerstörer, solltest du wohl jetzt wegkriegen. Alter. Oh. So, wieder da. Jetzt will ich Gameplay sehen, wenn ich schon keinen Sport mehr sehen kann. Okay. Hi, Öland. Amagi. So, U-Boot kann die Amagi jetzt holen. WG hat auch eine Umfrage, wie schön. Ja, nice. Ist das nicht schön von WG? Und Swallow, einen Sport kannst du noch sehen. Mo hat ausgelöst direkt beim Spielstart. Das heißt, ich muss erst spielen, dann... Gibbet. So, U-Boot wird jetzt machen, ne? So, wir schmeißen mal ab. Hallo Amagi. Oh. Da brennt er.
Oh lol. Er trifft auch noch glücklich. Er trifft auch noch glücklich. Schade, schade. Ja, ich hätte ihn kiten müssen eigentlich. Aber was soll's. Das so sehr, das lief so gut und dann so scheiße. Ich bin unter Wasser und guck mich um und denk mir so, ey, wo ist mein Team hin? Eine Woche abgezogen. Ja, so einfach kann's gehen. Ja, deswegen Minimap, wichtig. Beachten, was da geht, die bunten Pünktchen. Deswegen habe ich die auch so groß wie möglich. Also ich meine, es geht noch größer. Ja? Das ist das Maximum, aber... damit man was sieht. Damit auch immer daran erinnert wirst, auf die Minimap zu gucken. Ja, weil viele entwickeln viel zu schnell einen Tunnelblick für ihre eigene Situation, ohne dann das große Ganze zu beachten. So. Aber ich denke mir, da schon vorne können wir jetzt ein bisschen weiterspielen. Aber wir haben jetzt Zeit. Oh, guck mal, die Uhn hat wieder gewonnen. Yes. Die Rune hat wieder gewonnen. Ich habe jedes Spiel mit der Rune gewonnen heute. Krasse Sache. Ne? Achso, 50 Mal ist hier der Delle drin. Ja, krieg ich hin. So, hier. Puh, noch einmal Sport. Auf geht's. Kurzes Concentration. Und vielleicht mal frische Luft mal lassen. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 und 50. Puh, damit haben wir alle 50 heute durch.
muss mal kurz ruhig Luft schnappen. Tut mir leid. Und es ist schweinekalt bei uns. Tatsächlich soll es heute minus 1 Grad werden in der Nacht. In den letzten, sag ich mal, 3 Wochen, 4 Wochen, muss man schon sagen. Also kurz vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten, seitdem immer 10 Grad plus. Auch wenn es den ganzen Tag grau ist und regnet. So. Aber jetzt wird es tatsächlich wieder kalt. Oh. Ich schon im Wasser mit 3 Battlecruisern und Destroyer über mir. Ja. Ja, das ist das Leben eines U-Boots, ne? Die Höhen und Tiefen sind halt so extrem. Die Ruhn ist auch ein gutes Schiff. Leidet da jemand an Geschmacksverirrung? Du meinst jetzt Soundfall wegen der Ruhn? Hm. Ich glaube, es gibt bessere Schiffe, aber... Ich denke mal, dass der Spiele gewonnen wurden, lag jetzt nicht an mir. Na, ich bin mit der Ruhm bin ich mittelmäßig dabei im Moment. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh. Aber nichtsdestotrotz. Na, ich wurschtel mich halt langsam nach oben. Wir haben jetzt 12.000 Free XP gefahren, jetzt schon mittlerweile wieder. Die Sorry war die leichte Reihe, ne? Oh, 203 mm nenne ich jetzt nicht unbedingt leicht. Obwohl. Ach ne, die Leander ist leichter. Hä? Warum habe ich eine 2? Warum habe ich die Drake, die Sorry und die Leander? Ach, weil ich bei der Einführung die Albemarle bekommen habe. Ja, okay, okay. Bei denen muss ich ja nur die Module noch fahren. Bei der Sorry. Muss ich ja nicht mehr auf den Tier 8er gehen. Oh, was hat der für Tarnung drin? Ach, die Standardtarnung. Was? Warum hat die eine... Oh, das ist wieder so eine Spezialtarnung gewesen. Ach. Egal, da ist man ja schon von. Wir haben erwartungsgemäß verloren. Ah, Tiamagi, ne? Die hätte ich platt machen müssen. Das heißt, hätte ich, ne? Aber, hm. Ist halt ein Tier 8 Schlachtschiff. Und wir können den... So, Sport ist aber für heute durch. Haben wir es wieder geschafft. Und das gerade mal in 3,5 Stunden tatsächlich. Das war relativ schnell. So. Na, oh, ich dachte schon, wir sehen eine Dreier-Divi. Sowohl bei uns als auch beim Gegner, ne? Ach, dieselbe Map wieder. Ist das eigentlich Standardnebel? Ja, sehr gut. Node D, Sub oder CV. Stimmt, ist keine Zerstörer und keine U und keine Flugzeugträger.
Wohl. Ach, guck mal, Team Krado ist da oben auch. Okay, okay. So, hab mir von den Battle Pass Belohnungen 5 Mega Weihnachtscontainer geholt. Wünsch mir Glück. Ich drück die Daumen. Ne, ihr habt ja gesehen, was bei mir drin war. Nur Schmutz. Kannst ja mal berichten, was es gibt. Vor allem, er ist halt noch kein 10-Sterne-Kapitän. Das ist vielleicht eine Sache, die wir ändern müssten, um die 10% Tarnung noch zu kriegen. Dass man da 5 Millionen Credits, zweimal Blaubinius und die Weimar. Ja, nice. Nimmst du doch mit, oder? Also die Weimar und die blauen Bonis, die Credits sind jetzt nicht so der Mega-Burner, aber hey. Also die Weimar hätte ich auch gerne genommen. Naja, kannst du gerne die Bären dafür haben. Wollen wir tauschen? Wie heißt er? Den französischen Flugzeugträger auf Tier 6. Gebe ich gerne ab. Need help? Smoke is done, boss. Torpedoes in front! I need support.
Au. Fresse, ey. Da stehen sie da alle da hinten auf dem Knubbel und können nix. Nee, gar nicht trifft. Ich bin halt tot. Halt, ich werde nicht mehr spotten. Vor allem die Zieten halt, ne? Das steht halt da als hinten rum. Gestern hat ein Streamer 20 Mega Kisten gekauft. Enttäuschung pur. Nur die Arizona und sonst nur Nieten. Viele Gretas und Kapitän CP. Ich will nicht sagen, kommt mir bekannt vor, ne? Aber, hm. Alter, mit so einer Kackziten, ey. Okay, jetzt hat er repariert. Und ist mich tot. Ja, er pisst mich ein bisschen an. Dass er halt mich wegdrängt und sich hinter mir versteckt, anstatt halt vorzufahren. Er ist halt eine Zieten. Ne? Er hat halt Torps. Na, jetzt kommt halt der nächste. Genauso die York, ne? Du musst halt über Torps arbeiten. Ich meine, versucht er halt, aber... Die gehen alle daneben. Die
gibt's noch? Ja, zeig halt noch mehr Breitseite gegen die Odin. Das macht sich richtig gut. Stellt sich aber auch an mit der Odin da hinten. Meine Fresse. Bäm. Und die Odin trifft halt ein Ding nach dem anderen. Zack. Und jetzt ist er Matsch. Und die Odin lebt immer noch. Er hat glücklicherweise einmal getroffen. Hat er kein Heal oder so? Will er nicht? Und weg. Schwein gab. High Heal läuft. Jetzt will er mit rechts Torben. Oder? Noch läuft der Held, 11.000. Jetzt kommen die Rookdrops. Egal, wir werden gewinnen. Na, leider ist halt bei diesen Mega-Weihnachtsknisten die Chance ist groß, dass du Schiffe ziehst, aber sie ist nicht garantiert. Obwohl, doch, sie ist garantiert. Bei wie viel? Ach, guck mal, ich habe eine ganz, ganz kleine. Ganz kleine Jellybean. Das ist eine normale Jellybean. Ne? Seht ihr die? Das ist Baby Jellybean. Ich halte die auf gleicher Höhe. Wir sortieren die mal aus. Da wurde die Masse nicht mehr ausgereicht. Tatsächlich gibt es ja einen garantierten Drop beim 15. Container. Das heißt, wenn er ein Schiff gezogen hat, dann hat er garantiert den garantierten Drop bekommen. Und nichts anderes. Ja, da er nicht mal irgendwie einmal Glück gehabt, sondern er hat so viel Geld investiert, dass er das Wargaming gesagt hat, okay, du bist garantiert ein Schiff. Im 15. Container. Ah, guck mal, schon von. Wir haben gewonnen.
Na, die Ziegen. Guck mal, wie schlecht der war, obwohl der die ganze Zeit im Kämpfen war. Und ich musste halt die ganze Scheiße für ihn tanken. Und übrigens, Geplänkel haben wir verloren mit einem Stern. Irgendwie 76 zu 77. Oh, ich bin x-mal reported worden. Und es fehlt die Musik. Ah, das ist, wenn du nur aus den Weihnachtscontainern direkt rausgehst, dann ist die Musik weg. Aber wenn du erst in der Waffenkammer woanders hingehst und dann rausgehst, ist die Musik immer noch da. Ist ja nice. Das ist halt wichtig. Ja, die 10% Verborgenheit. Okay. Ich denke, wir können uns gönnen, den auf 9 zu bringen. Und sogar auf 10. Wohl, ne? Man sieht das hier. Um den ganzen Kilometer war das reduziert auf 9,3. Das ist doch mal eine Ansage. Haben wir noch irgendwelche Kapitäne? Den Standard-Schumpfon-Kapitän und einen Center habe ich noch. Ne, ich habe ja auch keinen Mega-Kapitän. Sie ist halt tatsächlich die höchste, die mit dem Zerstörer fährt. So. Oi, oi, oi. Die Frage ist, wollen wir eigentlich wieder ansparen? Oh, guck mal, ich habe sogar noch zwei Festtags. Oh, ich habe zwei Festtagsglanzcontainer. Stimmt, ich habe ja die Festtagsglanzaufträge am Montag fertig gekriegt. Ja, das war ganz gechillt, waren irgendwie zwei Gefechte oder so. Wir machen die nochmal schnell auf, oder? Da konnte ja eine Permanenttarnung drin sein. Also da ist Permanenttarnung drin oder... Was war das andere? Ein Ökonomiebausatz. Genau. Von Tier 5 bis Tier... Noch was? Okay, Container öffnen. Permanent Tarnung. Für die Hatsuharu. Okay. Ah, naja. Immer gut. Ne, die musst du ja nicht kaufen. Die kriegst du ja alles hinterhergeschmissen. Musst nur erspielen. Und der zweite. Ökonomiebonus. Tier 7. Ja, nice. Das ist doch mal ein Ansatz. Tier 7 Ökonomiebonus. So. Alles zurücksetzen. Ich will einmal die Hatsuharu. Da. Sehr schick. Chaka. Und ein Tier 7 Ökonomie-Boni. Tier 7. Was muss ich denn noch fahren? Die Mähen hat einen. Ja, muss ich gar nicht gucken. Okay, die Schumpfon brauche ich keinen mehr. Weil die Schumpfon gleich fertig ist. Gachamada. Algerie. Oh, die Algerie bräuchte. Da wäre der recht hilfreich. Er hat schon ein Bonuspaket.
Natürlich hat er ein Bonuspaket schon. Er braucht keins mehr. Er ist auch gleich fertig. Die Rook hat schon eins. Ja, permanenter Bonus. Die Survey. Die braucht auch keins. Die Heinrich, die hat eins. Okay. Die Mars. Mars könnte noch hilfreich werden. Minsk. Die 5% Credits kommen vom Bonuspaket. Ja. Ich bin gleich auch noch stolz über seines UdSSR-Vierer-Trägers. Du willst auch die Welt brennen sehen, oder, Domi? Na, also die Minsk könnte man machen. Oder die Mars. Naja, ist beides gleich viel im Endeffekt. Ja, dann kriegt jetzt hier die Mars den Ökonomie-Boni. Tier 7. Zack. Ich meine, ich habe ja noch ein paar. Wie viel habe ich denn davon? Noch einen. Ich habe noch einen. Hulu? Die japanischen... Ja, den mache ich in die japanischen Kreuzer rein. Ne, hab ja den T7er, den du zum Tier 8 fahren musst. So, muss ich Tier 5 noch irgendwas leveln? Nein. Muss ich Tier 6 irgendwas leveln? Ja. Die Avier. Die Furious. Warum hat die Furious Dinger drin? Verstehe ich nicht. Aber das sind, die hat schon 135.000. Das bedeutet, sie ist eh gleich durch. Brauchst auch keinen mehr. Er hat eh schon den Permanentbonus. Die Icarus. Die Weser, die hat schon. Die Zero. Machen wir mal wieder weg. Ja, das ist vom letzten Clan-Ding sie übrig geblieben. Oh, die Zero könnte einen gebrauchen. Tatsächlich. Wo die Zero hat. Ach, Dreck. Ranger. 107. Fergard braucht man nicht. Beziehungsweise Fergard hat schon die Cachalot. Und die Ryu. Die Ryu könnte ihn noch gebrauchen. Na guck mal, ich habe noch zwei Tier 6 Boni, die ich vergeben kann. Übrigens kommen mit dem Februar-Update. Das müsste am 16. Ja, 16. Februar kommen. Da kommen dann Vorabzugang britische U-Boote. So, und die Cachalot kriegt auch noch ein. Zacke.
So, Tier 7, Tier 8. Tier Magi hat den Boni. Benson hat einen Boni. Die Talin hat er jetzt keinen. Doch, hat er. Hat das Bonuspaket schon? Die Vladi. Die Vladi könnte das Bonuspaket gebrauchen. Wie viel habe ich davon? 5. Ist klar. Deutsches U-Boot hat schon. Die Merker hat. Die Hipper hat nicht. Aber die Hipper braucht auch keins mehr, weil sie muss nur noch das Modul erforschen. Okay. Monarch hat keins. Braucht auch keins mehr. Im Endeffekt, ne, sind nur noch 60.000 oder so. 80.000, wenn du die Sache mitnimmst. Rischlulu? No. Die Veneto hat auf alle Fälle den Boni schon. Die Harlem hat auch. Krass. Das heißt, ich habe immer noch 4 von den komischen Dingern, die ich vergeben muss. Ja, nice. Hammer 9er Pakete. Okay. Taschkent. Oh, da könnte man. Da könnte man was mitnehmen, weil das kostet 200.000. Ich habe tatsächlich auch Tier 9 Pakete. Nice. Die Runen. Hat keins. Braucht man mit der was? Ja, wäre hilfreich auf alle Fälle. Ne, warum rumliegen, nutzen die uns ja nichts. Die komischen Bonuspakete. Also nehmen wir sie mit. Drake. Und die Brindisi. Na, würde ich aber lieber das in die Brindisi setzen, anstatt in die Drake. Jo, dann kriegst du nämlich den 9er Bonus. Zack. Ja, nice. So. Wieder was erledigt. Irgendwer spammt da gerade Discord zu. Ja dann. Schon vorn. Jo. Ah, noch knapp 30.000. Kriegen wir die heute noch hin? Wir haben noch ein knappes Stündchen etwa. Pi mal Daumen. Sieht gut aus. Auf geht's. Ah, Tier 7. Ne, mit der entsprechenden Tarnung jetzt sieht das doch alles schon wesentlich besser aus. Das heißt, du kriegst halt nicht mehr so oft auf die Nase. Weil du kannst halt nichts ab. Das heißt, in der Theorie kann ich sogar Stealth Torpedos werfen. Oh, ich bin Hyde hier. Ohne Flugzeugträger.
Ah, eine U69. Ich würde sagen, diese Landspitze lacht mich doch an, oder? Ich bin offen nach wie vielen Kilometern? 9,3. Und meine Torps gehen 10,5 Kilometer. Das heißt, ich kann 1 Kilometer Stealth werfen. Yes. Und ich mag schon wieder nicht, dass die Shinonomone zur Mitte fährt. Okay, dafür kriegen wir die Grammy. Oh. Oh. Was war das denn? Aber wenn ich die Geschmäcker immer so wenn der lutscht, ne, die oberste Oberfläche von dem Jelly Belly und dann BÄM! Dann diesen konzentrierten Geschmack. Ah, selbst wenn es ein schöner Geschmack ist, ne, aber wenn er so konzentriert ist, ist er sehr überwältigend. Ey, Kremjaschen. Okay, ich bin entdeckt. Das ist schlecht. Oh. Zielen 3 Mann auf mich. Okay, dann setz mal dich mal unter Druck, mein Freund. Ich setz dich unter Druck, mein Freund. Yes, ein Atlanta. Du Wurst. Was warst du? Was eine Egel. Lol. Torpedoes in front! Torpedoes in front! Irgendwer ist im Cap.
da im Nebel. Ja, ist rausgefahren. Junge Akatsuki, was machst du da oben? Ja, unsere Schlachtschiffe sind auch nicht mehr so hilfreich hier. Alter, könnte die Abruzzi den Tee mal wegmachen? Ich hoffe, die Friedrich da oben ist echt weit weg. Alter, der ist so anfällig, das Ding. Schade, schade. Next one. Ja. Ich würde gerne im kleinen Tier bleiben, aber ich wollte halt immer auch hochgematcht. Das ist halt irgendwie unglücklich. Das war ein nice Match. Jede Menge U69. Aber Domi ist nicht dabei. Ich krieg Hunger. Ich weiß, es ist seltsam, weil ich ganz am Essen bin, aber Jelly Belly füllen nicht unbedingt den Bauch. Das ist ja im Endeffekt nur purer Zucker. Und ein bisschen so komisches Gel. Keine Ahnung. Krass, wie viel. Das sind ja die kleinen Tiere, das hast du sehr viele Kreuzer und U-Boote. Wo klein ist es ja nicht mehr, das ist ja 5er, 6er. Mitteltier. Mitteltier, was geht hier? Mhm.
Da werde ich gesehen. Nein, nicht mehr. Sehr gut. Hier, okay. Läuft. Ich kann halt leider nicht die Munitionsart wechseln. Weil es halt dritte. Dann müssen wir mal die New Mexico massieren. Massierung. Na, 4000 hört sich schon wesentlich besser an als 500 auf dem Dauber. Sind noch seine ganzen Leute weg, dass hier keiner mehr auf mich schießt. Ja, Kanonen zeigen woanders hin, das ist okay. Yes. Genau so. So, jetzt kann ich abwechselnd U-Boot und U-Boot-Erträger fahren. Ja. Ne, wenn du, das ist halt der Punkt, ne? So ein bisschen deine Zeit maximieren, die du im Spiel verbringen kannst. So, jetzt haben wir hier eine Dido da drüben. Und da unten die Auba. Ne, ich bin noch relativ voll. Ich bin gut dabei. Ich fahre zu deep. Wieso? Weil du immer auf Maximaltiefe tauchst und da rumfährst? Brauchst du nicht.
Du fährst über Wasser und sobald der Schiffe zu nahe kommt, siehst du an deinem, an diesem Kreis hier, dieser gestrichelte Kreis. Das ist das, wo du entdeckt wirst. Und dann gehst du erstmal auf Periskoptiefe, sprich drückst einmal C, war es glaube ich, C oder X. Und das reicht ja erstmal, um abzutauchen. Und dann verringert sich dein Kreis, in dem du gesehen wirst. Und meistens fährst du entweder normal über Wasser oder auf Periskoptiefe. Nicht mal das, sondern ich werde weggeschreddert. Ja, wie gesagt, sobald du entdeckt wirst, bist du plattgewalzt. Ne, und auch, es, wie gesagt, es gibt, ohne dass du entdeckt wirst, können die dich angreifen. U-Boote haben so eine weiße Bugwelle. Ne, und wenn du den Ping schickst, der Ping ist sichtbar für alle. Das haben sie extra gemacht, weil die, um halt den, sag ich mal, der Sache Herr zu werden, dass halt U-Boote ungestraft irgendwie da rumpingen können. Das heißt, die können sehen, woher der Ping kommt, können da drauf schießen. Und du hast eine Bugwelle, wenn du einen Ping aussendest, beziehungsweise Torpedo abschießt. Das ist ein physisches Zeichen, dass du gesehen wirst. Wenn du erfahrene Fahrer hast, die können dann auch quasi ihre Flugbomben zu dir schicken, ohne dass du überhaupt gesehen wirst. Weil du halt gerade einen Ping gemacht hast oder halt irgendwas, was halt diesen Effekt auslöst. Ich komme halt nicht bei der Fuße durch. Übel. ...6000 nehme ich mit. Ah, schön mitgeschwommen. Oh, Schumpfhorn hat auch gewonnen. Jawohl. Was sagt die Schumpfhorn? 4700, sagt die Schumpfhorn. Ah, ich war dabei. Hätte besser laufen können, aber hey, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Let's do this. Wer will denn jetzt sowas von mir? Es ist 19 Uhr. Wer stört denn noch um 19 Uhr? Dieser Trollze. Was ist das? Ja, ihre Programme müssen aktualisiert werden. Ja, dann mach mal. Tier 9. Ja, mega. Ich werde schon mit einer Salve hingerichtet von Tier 7. Ne? Oder Tier 6 war das, ja, der Friedrich. Und jetzt fahre ich Tier 9. Ne, man sieht keinen Flugzeugträger, ein U-Boot. Die Tops vom UdSSR sind Schmarrn. Sie tun nicht so weh, ja, das ist richtig. Aber dafür schmeißt du halt viele. Wie viel macht einer? Ich glaube 2000 oder so. Aber dafür schmeißt du halt 10 Stück.
Futter. Ah, Huhn, Brandenburg. Mega. Warum gehen die in drei Richtungen? Ja, du musst. Du hast ja deine Zielautomatik und das hast du bei jedem Flugzeugträger. Die Zielautomatik funktioniert ein bisschen anders als bei Schiffen. Ja, die sind erst ganz weit, wenn du einen Angriff machst. Erst stürzen sie sich nach Tiefe, dann da sind sie ganz gelb. Dann sehen sie auf Angriffshöhe, dann wird es grün quasi, dann wird scharf geschaltet. Und dann musst du warten, sobald du das Flugzeug nach links oder rechts bewegst, wird der Ziel, das Zielsystem nicht kleiner. Das heißt, du darfst halt nur geradeaus fliegen. Dann wird es kleiner. Und du hast natürlich eine, bei den Russen hast du die Problematik, du hast eine sehr kleine. Wie soll man sagen? Ach, jetzt kriege ich schon wieder auf die Fresse. Alter. Hast du eine sehr lange Laufzeit von den Torpedos, bis die sich scharf schalten? Alter, die Käsart pumpt halt nur rein, ne? Oh, der Torp trifft. Yes, der letzte Torp hat getroffen. Ich meine, das war genau so geplant, war das. War kein Akt von Zufall. Scheiß Harbin. Ich kann halt momentan noch nichts machen hier. Okay, Brandenburg holt sich jetzt den Cap. Jawohl, oben ist die Mähen gefallen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh. Was machst du jetzt, kleine JB, hä? Das gefällt ihm bestimmt nicht.
Ich mache halt nicht viel Schaden, ne? Aber ich mache aber kontinuierlich Schaden. Und vielleicht mache ich den einen oder anderen Brand. Nicht, dass ich so dumm bin, jetzt zu schießen, wenn du mit allen dreien deinen drei Kanonen auf mich zielst, hä? Du Wurst. Ah? Oh, platzt ist er. Ja, ich muss hier weg. Ich bin nur ein Kreuzer. Aufhören zu schießen, aufhören zu schießen. Ah, noch schießt es auf die Mono. Geh zu. Geh zu, geh zu, geh zu. Haha, ich bin zu. Oh, ausweichen, 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 ausweichen. Warum? Weil ich es kann. Ah, ihr dreht ein. Ich weiß. Okay. Ey, Georgia, du bist irgendwie alleine da. Mach dich mal vom Acker. Sieht mich denn? Zur Hölle. Oh, das ist bestimmt das U-Boot, das mich sieht. We turned on the smoke. Der Torp kommt. Oh, da ist der Radar. Smoke is done, Bush. I need help. Help. I need somebody. Help. Gut, solange die mich sehen. Ja, kleinen miesen Dreckspatzels.
da ist das U-Boot da drinnen. Alter. Okay. Alter, voller Magi da hinten, ne? Ich würde sagen, ich bin gar nicht so schlecht unterwegs mit meinen 114k. Und dafür, dass ich wieder nur Tier 7 in Tier 9 Gefecht bin. Was will er? Da ist das U-Boot. Oh lol, meine Torps haben getroffen. Käse. Sorry, guys, ich bin raus. Ich bin raus. Aber ich denke, es lief. Die Torps bretten trotzdem in der Richtung. Nee, tun sie nicht. Beziehungsweise, wenn sie das tun, hast du eine Sache übersehen. The squad's coming to an end. Hör mal, ein Koop-Gefecht. Was heißt, du kannst sie nicht umschalten? Wir werden das verlieren, aber ich werde richtig gut dastehen. So. Wenn wir das treu. Nee, kannst doch nicht. Torpedos funktionieren nur nach einem Prinzip. So, wir nehmen mal jetzt die kommen so Mollets. Na, ist halt im Prinzip dieselbe, die du auch hast. Vorbereitungszeit. Und. Torpedo-Scharfschaltungsdistanz. Zack. So. Ne, Ausrüstung. Ich habe auch nur den Bug. Ne, ich habe nicht mal irgendwas drin. So.
Ich irgendwelche Flaggen drinnen? Nein, gut. Es ist immer besser, wenn man sowas visuell sieht, anstatt darüber zu reden und Gedankenkonstrukte zu machen. Deswegen machen wir schnell den Koop hier. So. Na, alles cheesy. Na, jede Menge Ziele, Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer. So. Beim Russen machst du übrigens nicht diesen einen frühen Abwurf, weil du hast nur einen Angriffsflug. So, na, wir nehmen hier die Torpedo-Dübis. Na, auf geht's. Alle Mann auf Gefechtsstation. Okay, da ist die New York. Jetzt haben wir noch der Flinger. Okay. Na, wir fahren da jetzt ganz gechillt in die Bots rein. Na, Flugzeugträger ist hier schon. Da ist die Karlsruhe. Und zack. Nähern uns Ziel. Es ist einfach. Sobald ich bewege, wird das Ding wieder größer. Wichtig ist, du musst es zusammen haben. Plonk, plonk, plonk. Du musst halt auch weit genug vor den gegen das gegnerische Schiff zielen, weil du musst bedenken, deine Torpedos sind ja langsam. Die müssen noch bis hin, dass du quasi die vorher zielst und dann abfängst, damit sie halt reinfahren. Aber natürlich heißt das natürlich, der Gegner hat Zeit, dann entsprechend zu reagieren und beizudrehen. Na, sobald du halt anfängst, selbst im Anflug halt wild rumzuflaggeln, dann wird diese Zielmechanik wird wieder größer. Und dadurch. Das kann man auch zu seinem Vorteil nutzen, tatsächlich, indem man halt sagt, okay, der weicht, versucht vermutlich auszuweichen. Und dann werden wir halt mal das Ganze ein bisschen spreaden. Lohnt halt nicht mehr auf den zu schießen, weil der tot ist, bevor ich abwerfen kann. So schaut's aus. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, beschleunigen wieder ein bisschen. Alles ergibt Sinn. Das hast du übrigens bei jeder Mechanik von Flugzeugträgern, dass du so eine Zielmechanik hast, die kleiner wird, je länger du das zielst. Wenn die nochmal überleben, dann können wir die anderen Sachen auch noch durchgehen.
Ja, der war jetzt schlecht abgeworfen, aber er fährt immer noch in zwei Reihen. Oh, sogar in alle drei sogar. Ja, die machen halt wenig Schaden. Dieselbe Mechanik hast du halt im Endeffekt hier bei denen hier. Das sind die... Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Was war das nochmal? Die Sprengbomben. Und da siehst du diese Linie hier vorne. Das ist quasi, wo deine Bomben aufditschen, weil die über sowas Wasser springen. Ja, und du siehst, da werden mehr... Ja, die ditschen halt zweimal auf. Ja, und das gegnerische Schiff muss halt dann quasi jetzt hier reinfahren, möglichst viel, damit die Bomben halt alle treffen. Ja, da musst du halt auch ein bisschen vorhalten. Das wird aber nicht so groß wie die Torps. Tatsächlich hast du bei den Torps die größte Abweichung. So. Das sind Raketen. In dem Fall Sprengraketen. Du siehst hier so eine Ellipse und das Schiff muss halt im Endeffekt da drin sein. Das Problem ist, sie haben die Mechanik eingeführt, dass die halt nicht mehr direkt schießen, ihre Raketen, sondern erst so mit dem MG den Zielbereich markieren. Und diese Zielbereichmarkierung durch MGs ist tatsächlich da, damit die Gegner sehen, wohin die Raketen zielen, plus da ausweichen können. Und jede Nation zielt unterschiedlich lange mit den MGs auf diese Stelle. Oh, das heißt... Plopp. Naja, schlecht gezielt. Trifft aber trotzdem. Tut aber keinen Schaden machen. Und was bei Russen unheimlich wichtig ist, deine Flugzeuge sind von Haus aus sehr langsam, das heißt, sie brauchen sehr lange zur Front. Tatsächlich werden gerade Spieler mit russischen Flugzeugträgern tendieren dazu, um diese Sache entgegenzuwirken, möglichst nah an die Front ranzufahren. Du hast ein bisschen Panzerung, das heißt, du kannst das ab. Wenn sie auf dich schießen, natürlich jetzt nicht so stark, dass du jetzt quasi wie ein anderes Schiff fahren kannst, aber du kannst einen Schuss abgehalten oder so. Aber du musst natürlich so sehen, dass du nahe möglich an die Front kommst, damit, weil deine Flugzeuge, wie gesagt, ultra langsam sind. So, jetzt versuchen wir mal hier den... Naja, ich habe jetzt hier 124, die Torpedo-Dinger waren 122. Also das ist völlig normal. So, zack. Oh, wir schweben jetzt ein. Warum die New York da oben rumpimmelt, ich weiß es nicht. Ja, wir gehen nach unten, wir haben ein paar Sekunden Zeit. Blop. Bom, bom, bom. Zwei Treffer. Vier Treffer, weil ich nur vier Bomben schmeißen kann. Aber zwei Feuer. Und gerade die Sprengbomben sind halt... Sprengbomben ist das, was die Russen halt ausmacht, weil die echt stark sind. Du machst unglaublich hohe Feuerchancen. Next one. Ja, und wenn du näher an die Front fährst, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mehr Bömmchen zu werfen, weil deine Flugzeuge natürlich schneller wieder beim Gegner sind. Aber ich meine, das ist halt nur ein Koop-Gefecht. Ne? Das ist jetzt, die Bots fahren einfach nur geradeaus und machen ihr Ding. Für Demonstrationszwecke, wie es immer so schön heißt. Es gibt nur eine Sache, die entgegenwirkt bei den Torps, beziehungsweise bei allen Zielmechaniken für Flugzeuge. Das ist, wenn da, wo du bist, hast du diese Jäger, die sie manchmal abwerfen können. Das siehst du auf Tier 4 noch nicht, weil ich habe noch keine Jäger hier auf Tier 4 und du auch noch nicht. Aber ab Tier 6 hast du Jäger. Und du kannst Jäger abstellen auf einem gewissen Bereich. Die bleiben dann eine Zeit lang da und greifen jedes Flugzeug an. Innerhalb eines Jägerbereiches wird deine Zielmechanik massivst gestört. Das heißt, egal ob du gut einzielst oder nicht, deine Torps werden dann automatisch wieder so einen maximalen Spread haben, wo sie halt tatsächlich wieder... Ding, 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 ding.
4 Treffer, ein Brand. Und dasselbe hast du dann mit Raketen, mit Springbomben, mit den normalen Bomben. Ja, die Springbomben sind ja was Besonderes. Dass sie halt in ihrer Zielmechanik massivst auseinandergehen. Dass es alles größer wird. Dasselbe hast du auch bei, zumindest im Teilbereich von, wenn sie ihre Flugabwehr zünden. Also nicht die normale Flugabwehr, wo du hier festlegen kannst, ob du links oder rechts schießen willst, die ja automatisch geht, sondern die Spezialflugabwehr, mit der du tatsächlich deinen Flugabwehrschaden massiv erhöhen kannst. Der hat auch einen Cooldown. Das zeige ich gleich. Wenn das an ist, ist auch meistens deine Zielmechanik ein kleines bisschen gestört. Und du kriegst halt auch massiv Schaden. Okay. Den Kill noch gesnackt. Ja, also es geht. Also du machst halt mit Torpedos ist halt nicht von den Russen die Waffe Nummer 1. Die Waffe Nummer 1 sind halt hier die komischen Springbomben. Gerade weil du halt mit auch die Feuer machst. Du musst bedenken, du bist ja nicht der Einzige, der auf die Gegner zielt. Das heißt, du nimmst ihnen immer die Möglichkeit zu reparieren. Und machst halt auch nebenbei passiven Schaden, wenn es weiter brennt. Und du bist halt Tier 4, da ist halt noch nichts. Das ist ja der erste Flugzeugträger, den du so bekommst. Ich meine, wenn du dann von der Komsomols weitergehst zum nächsten, zur Zero, da ist dann schon ein bisschen mehr. Ne, da machst du halt hier die Torpedoflieger, macht dann der Torpedo 3833 Schaden. Maximal, ist halt sehr langsam. Ne? Und du musst halt echt bedenken, die Russen haben halt bei den Torpedofliegern eine sehr, sehr lange Scharfschaltung. Ne? Die Torpedos müssen sehr lange im Wasser bleiben, bis sie überhaupt scharf sind. Und das ist halt dieser dunkle Bereich und dann wird er ja, und dann wird es ja grün. Ne, bei deiner Scharfschaltung. Und erst im grünen Bereich explodieren die. Das heißt, wenn du die zu früh abwirfst, zu spät abwirfst, und das Schiff deine Torpedos trifft, bevor sie halt diese Mindestreichweite, diese Mindestscharfschaltung haben, dann hast du quasi nichts, weil dann kriegen die Schiffe keinen Schaden. Weil die Torpedos einfach nicht scharf waren. Prallen sie einfach quasi am Bug ab. Oder am Schiffsrumpf. Na, aber jetzt mal, ne, wir hatten ja jetzt hier die Torpedo, die machen 3.333 im Höchstfall. Und hier machen sie schon 3.833, ne, 500 mehr. Ist jetzt auch nicht die Welt. Ich habe schon die verbesserten quasi drin. Aber Größe der angreifenden Fluggruppe ist halt 5 Flieger. In einer Staffel. Die greifen alle gemeinsam an. Hier hast du nur 3 Flugzeuge, die angreifen, beziehungsweise in einer Staffel drin sind. Das heißt, du hast schon beim dem hier hast du schon zwei Torpedos mehr, die du werfen kannst. Und das setzt sich natürlich dann auch entsprechend dann auf Tier 8 und Tier 10 halt dann fort. Ne, auf Tier 4 sind die meisten Flugzeugträger jetzt nicht so gefährlich, aber gerade auf Tier, wenn du ein reines Tier 4 Match hast, ist ein Flugzeugträger auch gegen normale Spieler durchaus OP. Mit dem bisschen, was er hat, weil du musst bedenken, die Flugabwehr auf Tier 4 von den anderen Schiffen, ja, die ist nicht besonders gut. Ja, die reicht halt nicht, um ein Flugzeug abzuschießen. Guck mal, wie oft ich jetzt hier direkt durch die Gegner durchgeflogen bin.
Ne, wie viel ich mal beschossen wurde. Und nicht ein Flugzeug ist geplatzt. Ne, weil einfach die Flugabwehr zu schwach ist. Das heißt, je länger sich das Spiel hinzieht, desto mehr quasi kannst du scheinen und kannst dein Ding machen. Ja, weil die Flugzeugabwehr nimmt halt immer weiter sogar ab. Weil halt die Module der Schiffe zerstört werden. Ja, und dann ist meistens die Flugabwehr ist dann halt meistens dann wird immer weniger. Was dir es halt zum erleichtert, halt gegen die anzutreten. So, und wie gesagt, Flugabwehr ist halt, na, zum Beispiel Tier 4, Schlachtschiff. Denkst du, ey, cool. Flugabwehr gibt's nicht. Das Ding hat keine Flugabwehr. Das heißt, du kannst dann ungestraft, kannst du ihn halt angreifen als Flieger. Du kannst machen, was du willst. Das Einzige, was ich mit ihm machen könnte, ist halt versuchen auszuweichen, so gut es geht. Ja, oder der ist sogar noch amerikanische Schlachtschiffe sind sogar noch relativ gut mit Flugabwehr. Aber es kommt halt immer drauf Schiff dran, ne? Aber Flugabwehr bis Tier 4 ist halt nicht wirklich gut. Da holst du selten in Flugzeug runter. Ne, aber du hast halt dann zum Beispiel. Und was jetzt? Ein Sub. Vielen, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank, dass du mich unterstützen möchtest. Finde ich gut. Und was wollte ich sagen? Ach so, hier. Hat er das schon? Ja, ne, das ist hier ein defensives Flakfeuer. Das können die Schiffe extra zünden, die es haben. Nicht jedes Schiff hat das. Und ich finde es richtig nett, dass du alles so noch. Hey! Immer gerne. Muss halt bedenken, ich spiele das Spiel ja auch gerne. Und gerade bei, ich sag mal so, MMOs und World of Warships ist ein MMO, ist es sehr schwer im Laufe der Zeit Spieler neu zu begeistern. Daran kranken übrigens alle. Alle Koop-Spiele, die du so hast. Na, das ist halt im Laufe ihrer Lebenszeit schwer, immer schwerer wird, neue Leute dafür zu begeistern. Und je mehr Leute das verstehen und je mehr Leute Noobs in Anführungszeichen helfen, desto besser ist es doch für uns alle, ne? Wenn Leute sich begeistern für ein Spiel und dann halt dabei bleiben. Muss aber denken, ich habe schon 7 Jahre, glaube ich, WoWS, mit Unterbrechungen von 2 Jahren. Und ich bin nicht unbedingt der Fahrer, der jetzt hier wirklich viel fährt, ne? Ich bin auch so ein Freizeitfahrer. Aber ja, und wenn die das zünden im Endeffekt, verstärken die Flugabwehr. Das heißt, da werden deine Flugzeuge durchaus geschreddert, wenn du Pech hast. Kommt drauf an, ne? Ist halt immer das Zusammenspiel, wie groß ist ihre Flugabwehr, wie gut sind deine Flugzeuge, bla bla bla. Und dadurch wird auch ein bisschen dein Ziel gestört. Ist nicht so stark wie bei den Jägern, aber ein bisschen schon. Gerade weil dann auch die Dings sich erhöht. Der durchschnittliche Schaden und vor allem hier diese Granatexplosionen. Die werden halt richtig mehr und das zerreißt halt deine Flugzeuge, wenn du da durchfliegst. Aber wie gesagt, ich bin kein Flugzeugträgerspieler. Und wenn, dann spiele ich die Flugzeugträger nicht gut, weil ich sie echt selten spiele. Und dazu müsstest du halt einfach auch die kontinuierlich spielen. Blub, blub. So, mach mal ein letztes Gefecht noch. Ja, so leid es mir tut, aber dann sind wir gut wieder 5 Stunden unterwegs gewesen. Ja, wir haben verloren. Trotz verloren. Ist fast 7.500 EP eingefahren. 153.000 Schaden. 154.000 Schaden gemacht. Ich müsste auf Platz 1 stehen. Aber mega davon. Naja, die Missouri wird mich platt gemacht haben, oder? Ja. Naja. Ja, das siehst du auch. Er hat 5 Schiffe, oder hat einen Kraken gemacht.
Ja, das U-Boot hat halt viel. Er hat viel gekappt und er hat viel Schaden verursacht, gerade an den. Man kann dann nicht sehen, was wie ihre Statistiken waren. Schade. Aber hey, ich habe mich gut aus der Fähre gezogen mit 100. Seien Sie denn den besten 5 bei. Ach so, ja. Ich habe mich gut aus der Fähre gezogen, ne? Dafür, dass ich hier in dem Tier 9 Gefecht bin mit einem Tier 7 Kreuzer, Tier 7 leichter Kreuzer, muss man ja sagen, der übelst schnell, übel viel auf die Fresse kriegt. Man hat es ja vorhin gesehen, ne? Schlachtschiff schießt auf mich, 100% Leben, bam, tot. Ne? Weil du halt recht schnell eine Zitadelle frisst und dann halt von so einer Granate halt 10.000 von einer bekommst. Und dann fällst du halt einfach um. So, aber wir rollen nochmal. Oh, es war sogar ein Prime. Oh, das sehe ich jetzt erst. Vielen Dank für den Primi. So, nicht vergessen, Leute. Da haben wir es wieder. Wenn ihr Primes habt, schmeißt die irgendeinem Streamer eurer Wahl an die Backe. Primes werden nicht fortgeführt. Das heißt, wenn der Monat rum ist, dann müssen die manuell wieder verteilt werden. Das ist kein Abo. Aber ihr unterstützt damit durchaus den Streamer eurer Wahl. Denn auch ein Prime ist tatsächlich ein kleines bisschen mehr wert als ein Sub. Jetzt marginal, ne? Aber im Endeffekt. Und früher war es immer so schön, Prime ist kostenlos. Ist es jetzt nicht, ne? Weil du musst ja trotzdem bei Amazon bezahlen. Aber du hast die Möglichkeit, bei Amazon Spiele, Spiele-Goodies etc. abzugreifen und einen Teil davon auch an einen Streamer weiterzureichen, um seinen Content zu unterstützen. Das erinnert mich, ich habe meinen Prime nicht verteilt. Ich muss meinen eigenen Prime noch verteilen. WTF? Ja, muss ich dann mal gucken. Oh ne, wir wollen kein Koop. Wir wollen kein Koop. 94.000. Ich brauche 15.000. 15.000 für die Schumpfhorn. Okay, wir gehen mal eins höher. Wollen wir hier einen blauen verteilen? Ja. Ah. Er kriegt jetzt auch einen blauen. Tatsächlich gab es zu Weihnachten jetzt recht viel rotes Zeug. Na, hier habe ich mittlerweile 16. Am Anfang, wo die Umwandlung war, hatte ich 4, glaube ich. Hier habe ich 12. Hier habe ich dann einfach mehr, weil ich hatte die Tarnung ein dafür. So. Na, jetzt pumpen wir mal hier Free XP. Ich habe halt hier Bedenken, ein bisschen die 7200 zu nehmen. Aber hey. Fürs letzte Gefecht heute. Und ich muss pieseln. Käse. Das heißt nicht nur, dass ich jetzt Druck habe, wegen den ganzen Flacken, die ich da reingemacht habe. Jetzt habe ich auch noch Druck auf der Blase. Na, wie war das? Nur nicht an Wasser denken oder so. Fieses Frettchen. Aha. Ich bin mal gespannt, wann Wargaming mein Ticket beantwortet. Oh, ich kann mal kurz gucken. Ja, Warships. Spielersupport. Meine Tickets. In Bearbeitung. Ja, mega. Das ist es die letzten 2 Tage auch schon. Oh, Tier 9. Ja, nur einer, aber der reicht halt. Flugzeugträger, okay. Schlecht. Gerade wenn der Flugzeugträger immer ein höheres Tier hat als man selber. Ist das immer ungeil. Oh, eine Kagero und eine Sims. Kagero ist schwierig, weil
Er kann halt 10 Kilometer Torps, 12. Und ist, wird halt gesehen, 5,4 Kilometer seine Deckungsreichweite. Das heißt, er hat alle Zeit der Welt, irgendwie Torps zu legen. Ultra schwer zu entdecken. Aber ich hoffe, ich kann meine Cossack unterstützen. Ein Rupert. Okay, die Edinburgh ist weggefahren. Ja, Cossack, du musst jetzt in den Cap. Junge, was macht er? Sieh zu, dass du in den Cap kommst. Alter, unheimlich hilfreich. Nicht. Auf die Fresse, ohne dass ich irgendwas verbockt habe. Oh, ich kann nur hoffen, dass das nicht so wehtut. Es ist natürlich jetzt... Alter, Cossack. Was macht der denn? Torpedos to the right! Torpedos behind us! Okay, die Sims ist weg, das heißt, wir haben die Kagero hier. Alter, was sind denn das für Torps überall? Endlich kriegt man hier mal ein bisschen Schaden. Der Zerstörer ist halt... Steht halt echt auf... Ja, steht auch echt auf Breitseite. Es läuft ja. So, Cossack ist Schmutz. Der hat halt noch nichts gerissen, die Cossack. Nicht im Ansatz was.
Torpedoes behind, boss! We turned on the smoke. Es wäre äußerst hilfreich, Zeiten, wenn du mal in irgendeiner Form helfen könntest. Das war mal nämlich gezündet und geschreddert. So schaut es nämlich aus. Okay, das heißt, ich habe den ersten habe ich platt gemacht. Meine Zieten. Ah ja, ist auch. Dumm wie Brot, die Kagero. Lummelt da rum. Das heißt, im Cap ist gerade keiner. Sehe ich das richtig? Frackguns ready, boss! Ja, war da nicht eine Zara? Mir macht's halt ein bisschen Angst, dass die... Mir macht es ein bisschen Angst, dass sie da rumfährt. Ich hoffe, die Schadenos hat sich verpieselt. Es wird natürlich hier die Zieten platt gemacht. Na, man sieht, er hat nicht ordentlich seine Zielaufschaltung gemacht und deswegen haben nur zwei getroffen. Hätten drei treffen können, tatsächlich. Meine Tops machen teils gar keinen Damage. Das kommt darauf an, auf was du schießt. Ich denke mal, du bist mit dem Flugzeugträger unterwegs, ne? Wieder mit dem russischen. Deine Torps machen maximal 3333 Schaden. Du musst bedenken, von diesen 3333 Schaden kommt es selten vor, dass du Maximalschaden machst. Weil gerade wenn du auf Schlachtschiffe gehst, Schlachtschiffe sowas wie einen Torpedoschutz haben. Ah, komm mal raus. Das werden wir verlieren, ist jetzt nicht so schlimm. Ich zeig das doch schnell mit einem Torpedoschutz.
Ja, gut, aber es sind halt null. Ja, wie gesagt, dann hast du diese Minimallaufreichweite bis zur Scharfschaltung hast du unterschritten. Wenn du null machst. Warte, ich zeig das nochmal. Naja, deswegen habe ich bei den Russen macht es halt Sinn. Das hier mitzunehmen. Für die Torpedobomber. Dass das diese Scharfschaltungsdistanz 10% geringer ist. So, das letzte, was wir heute machen. Wir fahren da nochmal rein. Schnell einen Korb, weil ich muss halt echt hart pieseln. Und ich will jetzt nicht etwa 5 Minuten vor Schluss noch eine Biopause machen. Ja, und ganz wichtig, ich kann das nur ein paar Sekunden zeigen, weil du hast halt nur, keine Ahnung, 10 Sekunden deinen Angriffsmodus. Ach, was spammen die denn? Dieses alles was? Was? Okay. Oh, guck mal, jetzt sind wir sogar im Tier 3 Gefecht. Alter. Im Endeffekt bist du jetzt King quasi. Aber das Problem ist, du kannst halt nicht wenig gegen Zerstörer ausrichten. Aber das macht nichts, ne? Auch hier, die haben keine Flugabwehr. Oh, miserabel. Sagen wir 19. So, wir nehmen mal die Torpedos. Go, go. So, jetzt Augen auf beim Eierkauf. Mit den Raketenfliegern machst du normalerweise. So, wenn ich jetzt anfliege, werde ich jetzt gleich eine Zielmechanik haben. Und die Zielmechanik wird dann erstmal schwarz sein und da hinten wird sie grün sein. Ja, wir machen das jetzt. Ja, dieser Bereich hier vorne. Egal, was deine Torpedos da treffen. Es macht keinen Schaden, weil deine Torpedos noch nicht scharf sind. Deine Torpedos sind erst scharf, wenn sie hier etwas treffen, was halt in diesem... sobald der grüne Bereich geht. Hier ist alles noch... Dann können sie keinen Schaden machen, weil sie nicht aktiv sind. Jetzt würden sie quasi Schaden machen. Und das ist halt der Punkt, wo halt dann... Und bei den Russen ist das extrem lange, bis die scharf werden. Ja, bei den anderen Nationen ist das ein bisschen kürzer. Sodass, weil die tatsächlich mehr auf bessere Torpedo gehen. Weil Torpedos ist halt, wie gesagt, bei den Russen nicht so die Welt. Ja, wir machen das halt nochmal. Ja, du musst halt auch... Jetzt musst du warten, bis das Schiff halt... Du musst halt so fliegen, dass die halt... Na, du siehst, die sind noch nicht grün hier. Sobald es grün wird, jetzt werden sie scharf geschalten. Und du siehst, wie lange die brauchen, bis die scharf schalten. Und du musst halt das abpassen, dass halt die scharf geschaltet werden. Ja, du musst halt so möglichst einen Abstand die Torpedos werfen, dass sie scharf werden, aber auch nicht so weit, dass sie länger brauchen, damit die Schiffe weniger Zeit haben, sich einzudrehen. Das ist halt so die Krux dabei. Oh. Autopilot aktiviert. So, da hinten ist eine Knias. Die können wir gut anfliegen. Ganz, ganz entspannt. Ja, man sieht, wie lange du brauchst, bis du überhaupt ein bisschen über die Karte kommst. So, ich werde mal so anfliegen, dass sie nicht scharf schalten. Ja, das Schöne ist, die Bots fahren hier immer geradeaus. Ah, na, wir sind ungefähr bei 4 Kilometer, machen wir unseren Anflug. Oh. Geht's zusammen? Na, hier würde der super treffen.
Ne, die sind noch nicht scharf. Boom. Hier ist gesehen, ist halt perfekt. Der letzte ist halt vorbeigelaufen, ist halt nach dem Schiff ist er scharf geschalten. Also alles, was jetzt treffen würde, würde halt Schaden machen. Das war eine super Demonstration. Ich bin stolz auf mich. Und jetzt kann ich hoffentlich nochmal eine scharfe Schaltung zeigen. Wenn denn hier die Clemson ihn nicht wegballert. Okay, er dreht ein bisschen. Er dreht auf die Gegner ein. Unser Team hat die Führung übernommen. Flop. Ne, er musste ein bisschen abwerfen, weil habe ich relativ früh gefahren. Na, vielleicht treffen sie. Vielleicht trifft einer. Na, jetzt sind sie scharf und der linke trifft. Bam. Na, das ist halt der Unterschied. Wenn du zu weit wegwirfst, brauchen deine Torpedos einfach zu lange und der Gegner hat einfach Zeit auszuweichen. Wenn du zu nah abwirfst, sind deine Torpedos noch nicht scharf. Wie man es macht, man macht es immer falsch. Wenn man selber Flugzeugträger spielt. Und ja, und wenn man gegen Flugzeugträger spielt, macht der gegnerische Flugzeugträger immer alles richtig. Ach, rammen die sich jetzt da drüben? Ach, die Alter, die rammen sich nicht. Doch, rammen sie sich. Was ist denn das für ein Ringelpiez hier? Ah, es wird schwer für mich zu treffen. Na, ich muss halt aufpassen. Er fährt halt auch. Jetzt fährt er schon... Oh, Schwein gehabt. Also, dass ich überhaupt den getroffen habe. Na, das ist halt, wenn die rechtzeitig sehen, dass du sie anfliegst, dann... fangen die halt an schon einzudrehen. Und das musst du halt mit... kompensieren im Endeffekt. Ja, und jetzt haben wir natürlich nur noch den gegnerischen Flugzeugträger, den wir finden müssen. Ja, bei den Bomben und bei den Raketen, da hast du diese Mechanik halt nicht. Ja, da ist er. Na, diese Scharfschaltungssachen, weil die sind scharf, sobald du sie abwirfst. Nur die Torpedos sind da ein bisschen spezieller. Greifen Gegner an. Oh, er ist schnell, er ist super schnell. Na, das waren jetzt, wie viel? 8000 oder so? Ist machbar. Na, die haben auch keinen, der Flugzeugträger hat jetzt auch keinen Torpedoschutz. Das heißt, du machst halt ein bisschen mehr Schaden an ihm. Vielleicht zeige ich das noch jetzt zum Abschluss, wenn wir mit aus dem Gefecht raus sind, was Torpedoschutz ist. Er fährt halt langsam, aber er beschleunigt. Das sind nur diese Sachen so. Wie schnell beschleunigt er? Na, 8000. Ist halt fast das den Maximalwert, den ich mache. Ne, bei 8000, 3333 pro Torp kann ich machen. Das wären etwa 10.000. Und das heißt, 20% reduziert er den Schaden einfach, weil er es kann.
So, lass uns rauskommen. So. Am einfachsten kann man das bei Schlachtschiffen sehen. Na, wir nehmen hier einfach mal einen fetten Amerikaner hier. Das, was du später öfters triffst, ist halt eine Norka. Die ist recht gut. Das sieht man natürlich in dem Skin nicht. Ja, hier sieht man es am besten. Ne? Hier sieht man es richtig gut. Du siehst hier, Schiff hat halt hier unten so eine Verstärkung. Gerade Schlachtschiffe haben das sehr oft. Das ist der Torpedoschutzgürtel. Na, das klingt jetzt, als ob ich was für doofe erklären würde. Aber ich weiß ja nicht, wie gut du halt mit Schiffen dich auskennst. Und das ist halt extra eine Verstärkung, die sie auch tatsächlich originalgetreu haben. Damit halt hier... Überhaupt nicht, ne? Okay. Damit halt im Endeffekt sie einen Schutz haben gegen Torpedos. Ne? Damit du halt, wenn ein Torpedo trifft, das halt tatsächlich... er nicht durchgeht und Innenschaden macht, sondern möglichst hier halt außen explodiert, möglichst harmlos. Ist auch für Geschosse, wenn die halt relativ hier einschlagen würden, dass sie halt unten nicht in die Zitadelle reinschlagen, da hilft das auch, aber das ist vornehmlich gegen Torpedos. Man kann das hier auch sehen. Das ist hier die Panzerung. Ich mache mal alles weg. Das hier, was noch gelb erleuchtet ist, das ist deine Seitenpanzerung, dein Torpedoschutz. Ja, das ist der, je nachdem, ob der über Wasser ist, unter Wasser, verändert der sich. Und der trägt dazu bei, dass du eine bestimmte Menge, eine prozentuelle Menge an Schaden eines Torpedos absorbieren kannst. Deswegen macht dein Torpedo halt in der Regel nicht den vollen Schaden, den er machen kann. So wie halt im Endeffekt hier die Panzerung oben über Wasser, wenn du mit Granaten drauf schießt, macht er halt dasselbe für Torps. Kann man irgendwo sehen, wie viel die haben? Du kannst... Ich weiß nicht, wo das Überlebensfähigkeit... Ach hier, Torpedoschutz. So, das heißt, dein Torpedo macht an diesem Schiff nur 54% von dem, was er machen kann, vom Maximalwert. Weil ich 46% des Torpedoschadens einfach durch meinen Torpedoschutz komplett wegnegiere. Und das gilt auch für Flugzeugtorpedos. Du kannst dann, gerade Schlachtschiffkapitäne haben dann nochmal die Möglichkeit, wo war's? Das nochmal zu skillen. Da. Na, ich kann hier nochmal skillen, dass nochmal extra 7% zusätzlich weggehen. Dann wäre ich dann bei 53% des Schadens, den so ein Torpedo machen kann. Den absorbiere ich einfach. Der macht einfach keinen Schaden. Das heißt, wenn der Torpedo 20.000 Schaden macht, kriege ich halt im Endeffekt nicht mal 10.000 dann. Jetzt kriege ich im Moment, dem kriege ich halt über 10.000. Das haben, ich glaube, alle Schiffe. Ne, die einzelnen Nationen haben da auch unterschiedliche Werte. Ob das ein Schlachtschiff ist, ob das ein Kreuzer ist, ob das jetzt Franzosen sind oder Briten. Das variiert ein kleines bisschen. Und wie gesagt, man kann halt noch skillen. Ne? Manche Spieler skillen das, manche halt nicht. Das ist, und warum ich halt 8000 vorher gemacht habe bei dem Flugzeugträger, der hat auch einen Torpedoschutz, der ist halt nicht so gut wie beim Schlachtschiff, ja, ist halt ein Flugzeugträger, macht aber 7% des Schadens, den ich machen kann, der wird mir einfach weggenommen. Ja, deswegen konnte ich vorhin von den 10.000, die ich eigentlich machen kann, oder den 9.999 mit den drei Torpedos, konnte ich nur 8000 machen, weil mir halt von jedem Torpedo halt 7% weggenommen wurden. Das sind so ein paar Kleinigkeiten noch, die dann noch eine Rolle spielen, ne, wo du das Schiff triffst, weil so ein Schiff ist ja aufgebaut in verschiedene Strukturpunkte. Ob jetzt halt hier quasi Bug, Mittel, Rumpf,
So ein Schiff besteht aus verschiedenen Segmenten, rein von der Spielmechanik her. Schon interessant, ja, ne? Ich meine, das überfrachte dich als Neuanfänger. Völlig. Das wirst du dir auch nicht merken. Aber nur damit du es mal gesehen hast, im Endeffekt, warum das jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Diese Schiffsteile, ne, die sind jetzt ein bisschen durch die Panzerung, siehst du die nicht. Ich glaube, die kann man auch nicht wirklich sehen. Diese haben eine begrenzte Trefferpunktanzahl. Ne? Deine Gesamttrefferpunktanzahl. Du hast halt verschiedene Schiffssegmente und die können halt nur so viele Trefferpunkte haben. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das Spiel ist komplexer, als man denkt. Ne? Wenn ich mit Grund... Und ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt mit so einem Taschenrechner oder so hinsellt und ewig die Listen auswendig lernen, was die, welche, wer wie Panzerung hat, wo, wie viel Millimeter ich brauche, um dadurch schlagen zu werden oder nicht, oder weil gerade mit Artillerie, mit Kanonen gibt es dann spezielle Mechaniken und Formeln, wann du wie gegnerische Panzerung durchschlägst, um mehr Schaden zu machen dadurch, halt überhaupt Schaden zu machen. Da sind die Formeln bei den ganzen Nationen auch sehr unterschiedlich. Auf sowas habe ich nie gelernt und sowas werde ich auch nie lernen, aber das ist mir dann auch egal. Aber zumindest bei den Torpedos ungefähr weiß ich, wie das halt funktioniert. Und die Problematik ist halt auch teilweise, wenn du deinen Schaden auf ein Segment quasi jetzt hier auf den Bug konzentrieren würdest. Und dieser Bug hat halt 5000 HP, jetzt einfach mal so einen Basiswert, so einen imaginären Wert genommen. Wenn du da mehr als 5000 Schaden reinmachst, ist das halt kaputt. Und du kannst, weil du solltest du weiter da Schaden reinmachen, wird das automatisch weniger. Bis hin zu gar nichts. Es kann teilweise vorkommen, dass du anderen Schiffen keinen Schaden machst. Oh lol, da fliegt der Weihnachtsmann. Das hast du dann vor allem, wenn du lange Gefechte hast und du schießt mit HE auf Schlachtschiffe, die halt schon sehr malträtiert worden sind. Ja, die sich halt zigmal hochgeheilt haben oder was sind noch ihre letzten, auf die letzten 10% ihrer Lebenspunkte halt sind. Und du siehst halt, die wurden halt hauptsächlich in den Rumpf geschossen, in den Mittelteil. Ja, immer irgendein ein Ding. Ja, was man sieht, ist gut. Die wurden halt hauptsächlich hier hingeschossen. Das heißt, es, je mehr Schaden so ein Schiffbestandteil nimmt, desto kaputter sieht er aus. Ja, das wirst du im Spiel, siehst du das vielleicht mal, auch wenn du das nicht registrierst am Anfang. Aber du kannst halt dann, wenn du ein Schiff siehst, das wenig HP hat, also so einen kleinen Balken, dann kannst du dir das mal vielleicht genauer angucken. Dann siehst du, dass halt überall hier Löcher sind. Ne? Das ist halt quasi wie vom schweren Kampf gezeichnet. Und es kann teilweise passieren, dass wenn er halt viel mit HE getroffen wurde, und das passiert meistens halt hier in die Deckaufbauten, dass du dann mit deinem HE zwar da triffst, aber keinen Schaden machst. Und das nicht, weil du das nicht durchschlägst, weil du kannst das locker durchschlagen, sondern weil das einfach schon zu kaputt ist, als dass er noch irgendwelchen Schaden nehmen könnte. Das kann passieren. Ist selten, aber es passiert halt durchaus. Das hat mich am Anfang ultra irritiert, muss ich sagen. Ne, du schießt halt mit, du gehst halt von der Meinung aus, okay, du schießt HE und HE macht immer Schaden. Ne, musst halt jetzt nicht den Mega-Schaden machen, sondern es macht halt immer, auch wenn du nicht durchkommst, ne, auch HE hat ja Penetrierwerte, wo es halt mehr Schaden macht, wenn es halt durchschlägt. Aber du machst halt Schaden beim Aufschlag, kleines bisschen. Ne, wenn du halt mit einem kleinen Kreuzer mit einem HE auf ein Schlachtschiff schießt, da passiert halt im grundsätzlich nicht so viel, weil du nicht durchkommst. Aber es passiert was. Und es kann aber tatsächlich sein, dass das halt gar nichts passiert für mehrere Salven. Ne, weil du halt irgendwas triffst, was halt einfach keine Lebenspunkte mehr hat, weil er schon so viel HE gefressen hat, dass das schon kaputt ist. Ja, dass quasi die Lebenspunkte auf anderen Bereichen des Schiffs verteilt sind. Das kann passieren. Es ist aber so, dass das Schiff aus mehr Segmenten besteht, mehr Lebenspunkten besteht, wo du kaputt machen könntest, als dass es insgesamt Lebenspunkte hat. Ne? Das heißt, du musst ja irgendwie das Schiff kaputt machen können. Wenn du nur den richtigen Bereich treffen müsstest, um ein Schiff kaputt machen können zum Schluss,
wäre das Spiel echt schwierig. Weil halt die Verteilung der Kanonen, ne, die, die Zielschablone, die Zielabweichung, muss man ja sagen, die ist halt durchaus extrem. Ja, aber das ist halt nur eine Randnotiz, das kannst du nehmen, kannst vergessen. Nur wenn du dich mal wunderst, warum du halt keinen Schaden machst, passiert halt manchmal, wenn du im Endeffekt, wenn du überhaupt nichts, wenn du eine richtig dicke Panzerung triffst, wie zum Beispiel halt hier, ne, auf einen Panzergürtel schießt mit HE, da wird nicht viel passieren. Oder weil halt keine HP mehr ist, aber das ist halt echt selten. Okay, aber dann mit den Torpedos, das hätten wir geklärt, oder? Warum deine Torpedos jetzt weniger Schaden machen? Einmal, die müssen scharf sein und zweimal tatsächlich gibt es sowas wie Torpedoschutz. Ne? 13%. Wir gehen mal auf die dicken Schiffe. Ne? Die Deutschen haben hier nur 30. Die Montana hat 37. Na, ich habe da auch nichts geskillt. 37. 40. 25. Na, tatsächlich ist das vorhin mit bei der Massa mit irgendwie 47 ist recht viel, ist ultra viel. Na, 25%. 28%. 44% hier zum Beispiel bei der Bourgogne. Wenn man sieht, die Nationen haben durchaus Unterschiede. Wenn du halt hier sich so eine Amerikaner nimmst oder hier die Deutschen, die fressen halt von einem Torpedo halt 75% des Schadens. Weil sie halt nur ein Viertel davon negieren können. Dafür haben sie halt 105.000 Lebenspunkte. Bourgogne hat wesentlich weniger Lebenspunkte. Macht aber so gut wie doppelt so viel der Torpedos weg. Das sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen. Und das hat ja im Prinzip halt auch jeder. Ja, auch wenn Kreuzer da halt fast nichts haben. Na, ich gehe halt nur die Prozentzahlen hier durch. 28, 7, 19... Ja, das variiert auch innerhalb der Nationen. Kommt auf an, ob es ein leichter Kreuzer ist, schwere Kreuzer. Pipapo. 28%. Er hat halt nichts. Ne? Smolensk frisst halt den kompletten Schaden. Ist halt auch nur ein leichter Kreuzer. Im Vergleich zu Moskwa, ne? 28%. Ne? Colbert hat auch nichts. Er hat schon wieder 22. Grundsätzlich. Zerstörer haben nichts. Ne, die haben keine Knautschzone quasi. Ist wie beim Auto, die Knautschzone. Ne? Zerstörer sind halt nichts. Sind wie Motorräder. Keine Knautschzone. Das ist, glaube ich, die beste Analogie, die ich heute gebracht habe. Die Knautschzone. So, aber ich bin fertig und ich muss wirklich hardcore pieseln. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, haben alle was gelernt, alle wieder Spaß gehabt. Und damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu World of Warcraft. Ne? Nicht World of Warships, World of Warcraft. Bye, bye.